Willkommen zu meinem neuen Video und dieses Mal ist es auch eine Reaction, ein Reaction-Video, aber nicht von irgendeinem Song oder so, sondern ihr seht sie ja schon. Top 15 WWE Superstars, wie die aussehen könnten mit einem neuen Look in 2020. Gut, da 2020 jetzt schon bald mal vorbei ist, ist es zwar ein bisschen komisch, dass das Video jetzt da kommt. Das hätte man irgendwie, weiß ich nicht, also wie sie aussehen könnten in 2021. Aber why not? Und Thumbnail-mäßig, was ich ja hier einfüge, sieht man ja, wer ist das, glaube ich, Alexa mit irgendwie kurzen Haaren, so wie Vicky Guerrero, irgendwie voll komisch. Und Randy mit langem Bart, lange Haare und was weiß ich denn alles. Okay, mal gucken, was dann sonst hier. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Superstars, die was das irgendwie besser stehen würde oder so, was ich denke. Mal gucken, was hier abgeht. So, es kommt ja auch immer aufs Gimmick an. Ja, das ist zum Beispiel mit alle, genau, das kurze Haare wahrscheinlich jetzt hier und was weiß ich noch alles, schwarze Haare. Es kommt ja auch immer aufs Gimmick drauf an. Also kommt drauf an, ja, welches Gimmick man hat. Hier hat sie ja so Goddess und dann könnte sie, weiß ich nicht, so Manager-mäßig oder was auch immer haben. Also, das meine ich, Vicky Guerrero, irgendwas, obwohl ich sagen muss, die Mucke ist aber relativ laut. Obwohl ich sagen muss, die derzeitige Alexa, okay, das ist jetzt, weil ich sie halt gewohnt bin, komme ich eher mit klar als damit, als so ein Vicky Guerrero-Ausschnitt, irgendwas, nee. The Rock. Aha. Der sah ja sowieso so schon irgendwie mal theoretisch aus hier wegen Conan oder Herkules oder was auch immer. Also lange Haare gehen ja auch irgendwie bei ihm. Ja, kann man machen. Könnte man machen. Schwierig. The Cool, The Rock, The Cool. What? Okay, Seth. Ne. Smiling Seth. Der Unterschied immer Name, okay. Nein, nein, das sieht hässlich aus bis zum Gehen nicht mehr. Nein, 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 nein. Der Bart check ich sowieso nicht, warum der so da oben weniger ist und so weiter. Und irgendwie eine Glatze, war auch irgendwie ein paar Haare. Nee, gar, nee. Wenn er so aussehen würde, dann wäre er verloren. Dann wäre er verloren. So gut wie er wrestlen kann, aber das wäre gone. Dominik, jetzt komm mit der Maske, oder? Nerd Mysterio! What? Total, total nicht. Warum haben wir so viele hier lange Haare und so weiter? Und okay, Bart könnte ich sogar mir was vorstellen damit. Aber das war's auch schon. Nur mit so, mit bisschen Bart und das war's. Haare, nein. Brille, sowieso nein. Ja, nee. Hält sich noch im Bereich des in Grenzen, aber ist Big Show. Voll mit langen Haare. Was? Big Shock. Der Name passt sogar. Big Shock. Oder nein. Das sieht. Der hat ja irgendwie auch fetter gemacht hier oben. So, das hier irgendwie. Das sieht irgendwie fetter aus. Dude, nein. 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 Der Big Shock von jetzt bitte. Ja. Gibt es irgendwo vielleicht auch mal einen, wo ich sagen könnte, ja, das wird dann besser ausschauen? Komm, naja, das sieht doch sicher besser aus irgendwie, oder? Dr. Jax. Da kann ich, jetzt ist so naja falsch geschrieben, die schon mit N-I-A, glaube ich. Ich denke schon. Die wäre so ein typisches Face-Gesicht. Das wäre typisch Face. Wenn sie jetzt Face-Turnen würde oder so, da würde ich sagen, passt, kann ich mitleben. Geht in Ordnung. Aber das war es auch schon. So haaremäßig, weil die testet ja irgendwie eher alles aus. Einmal hat sie Dreadlocks, einmal hat sie komplett glatte Haare, einmal hat sie solche Haare. Also die testet ja sowieso herum. Also das. Asuka, oh Gott. Der was? Die Geisha. Die Geisha. Was für ein Geisha? Ja. Nee. Eigentlich ändert sich nichts, außer die Haare. Und die Haare, bitte nicht. Bitte nicht. Die Haare passen Asuka, so wie sie jetzt sind. Das steht ihr gar nicht. Das würde ihr gar nicht stehen. Nein. 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 Einfach nur nein. 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 Geht gar nicht. Edge. Kurze Haare. Warte mal. Aha. Was? Canel Droga. Kein Plan. Das ist so ein Ding, was sogar das wird. Mir kommt sogar vor, das steht eben so irgendwie. In irgendeiner Art und Weise, aber lange Haare hat er eh. Hier, das war noch ein bisschen mehr lange Haare.
Und der bartmäßig hat er ja auch ab und zu, wenn er will, hat er auch einen längeren Bart. Das könnte sogar irgendwie gehen. Das wäre auch irgendwie so ein Heel-Edge, ein bisschen, finde ich. Also damit könnte ich sogar leben. Das, ja, doch. Geht in Ordnung. Geht klar. Bin ich nicht so Katastrophe. Ist das Niki? Okay, Niki Bella. Ich habe mir schon gedacht, das ist Niki. Okay. Anderer Mensch, der Secretary. Anderer Mensch erstmal und die erkennt man gar nicht mehr. Die erkennt man gar nicht. Ich glaube, wenn man hier jetzt Brie dazu tun würde mit dem hier, also sie ist hier und hier wäre dann Brie, wird man so vor instant checken, wer ist die, also wer ist die dann? Und okay, das ist Brie, die andere ist Brie. Aber das ist ja voll anderer Mensch, also ist nicht, naja. Wäre ich kein Fan. Wäre ich kein Fan. Cena. Aha. Uncle Cena. Cena mit langen Haaren. Nein. Der Schnauzbart, oder der Bart, maybe ja. Aber lange Haare, nein. Oh, die Haare gehen noch. Er hat ja meistens, also früher hat er wirklich sehr kurze Haare, fast eine Glatze mäßig. Und jetzt irgendwie nach der Zeit sind sie ja immer gewachsen so. Und so kam er das letzte Mal, glaube ich, auch zurück zu WWE kurzzeitig. Aber das ist zu extrem. Schnauzbart könnte ich mir leben, aber das ist die Haare. Nee. Nee. Cena hat keine langen Haardinger. Sascha, oh Gott. Was ist denn sie? Delibra. Bibliothek angestellt oder was? Gar keinen Fall. Sexappeal mal minus 3 Trilliarden, Mann. Oh mein Gott, nein. 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 Sascha braucht lange genau diese Haare. Die pinken, die violetten konnte ich auch noch mitleben, aber die blauen auch geil. Nein. Nein. No go für mich. Nein. No go. Ich mag Frauen mit langen Haaren. Okay, Brocky Boy, auch lange Haare, was? Was hat der Typ mit langen Haaren? Und auch noch mit dem Bart und mit dem Lächeln. Der was? Der Rabbi. Der Rabbi? Der Rabbi? Kein Plan, warum? Der Rabbi? Nein. 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 Der sieht scheiße aus. Nee. Erstens, lachen geht bei Brock sowieso nicht, weil der hat halt immer so ein. Ich hasse alles. Geht da vergangen, hier gib mir meine Kohle und ich mache einfach alle platt. So was? Und dann passt ein Lächeln. Ja, total. Top Face. Nein. 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 Seamus. The Guinness Man. Dude. Wieso haben die alle lange Haare? Was soll die Scheiße? So bartmäßig hat sich eine eh nichts verändert. Ne, ich glaube, der Bart ist sogar seitlich. Der ist sogar gleich. Das sieht man halt natürlich in die Haare. Aber nein. Nein. Da passt sogar der Irokese, was er mal hatte, passt sogar auch relativ gut noch. Konnte man sich auch gewöhnen. Aber das kann doch keiner geben, Alter. Und auch mit roten Haaren nämlich. Mandy, auch bitte. Ist geil! Ist geil! Der Professor, natürlich, ist geil. Die Frauen, was lange Haare haben, macht er bei dem Video kurz. Und die Superstars, die was bei den Videos kurz haben, so wie die männlichen halt, so Cena, Brock-mäßig, macht er lange Haare. Natürlich! Natürlich! Und mit Brille. Nein! Nein! Will ich nicht! Will ich nicht sehen! Nein! Katastrophe! Randy, das habe ich auch im Thumbnail gesehen, das sieht man auch beim Thumbnail. Auch kurze Haare, natürlich. Und ne, wie schaut's aus mit langen Haare, maybe. The Bean? Was? The Bean? Keine Ahnung, warum The Bean, aber ist okay. Bart könnte ich mich anfreunden, das würde gehen. Aber die langen Haare gehen gar nicht. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. War das das? Ja, moin, hi. Okay, das war's. Sau lange labert die noch eine Minute, das war geil. Okay. Ja. Nee, nee. Nee. Also bei den meisten, habe ich bei irgendjemandem gesagt, das passt, außer bei The Rock, weil der hatte bei den Filmen auch halt ab und zu so, kann man mit leben. Aber so wie die Incidents, die ganzen Ring reingehen und so, Alter, ich würde gerne sehen Reigns. Das war, okay, das war die Hölle. Das war die Hölle. Das war die Hölle. Das war Katastrophe. Das war eines der besten. Ja, Alexa Katastrophe, Rock, Big Show, Naya, Asuka, Nikki Katastrophe, Cena
geht auch irgendwie, Sascha Katastrophe, Brock auch schlimm, Sheamus schlimm, Mandy schlimm, Randy schlimm. Das geht noch am besten. Das würde ich noch am besten sagen. Aber hier, dann hätte. Wer führt denn den Kanal? Eine Frau oder ein Typ? Keine Ahnung. Da jetzt eine Frau war, sage ich einfach mal, hätte sie einfach dann bei Edge ja auch Kutschhaare machen sollen. Oder was? Keine Ahnung. Gut, egal. Das war's von dem Video. Das war meine Reaction zu den Transformations, wie sie aussehen könnten. Was hoffentlich niemals der Fall sein wird, außer bei Edge. Von mir aus. Aber das war's auch schon. Und ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Und ja, bei der nächsten Reaction, beim nächsten Let's Play. Wie auch immer. Bis dann. Ciao.